Hallo und herzlich willkommen, hier ist euer Astafka mit einer neuen Folge The Forest. Ich habe mir überlegt, ich baue den Eingeborenen direkt vor die Nase. Das hat nicht auch gut gelungen. Also die erste Aufnahme hat irgendwie den Ingame-Sound nicht aufgenommen, also konnte ich die wegklatschen. Und ich wollte jetzt nicht unbedingt sterben und alles wieder von vorne anfangen. Und ich weiß jetzt immer noch nicht, wie man zur Hölle Pfeile kriegt. Ich weiß es nicht. Also ich habe mir ja jetzt hier eine Forge, also eine Fackel, dann einen Bogen. Seile habe ich auch noch genug, Platin und Essen haben wir auch noch genug. Also ich weiß es nicht. Und ja, da haben wir schon einen Eingeborenen zerschnetzelt, das können wir gut nutzen für die Effigies. Also bei Effigies bringen eigentlich gar nicht viel, die kommen trotzdem. Und ich versaut das ist auch das Gesamtbild und überall stehen halt diese scheiß Köpfe rum. Ganz ehrlich, keine Lust drauf. Hat sowas gehört, so, das ist so komisch, als würde da jemanden fressen. Ein Stein, gib mir den Stein. Und ich glaube, wir sollten mal ein Stück weit in die Höhle gehen. Also ich denke, es wäre mal nicht schlecht, in die Höhle zu gehen. Oha, das haben die richtig gut gemacht. Also wir sind eigentlich gut genug ausgerüstet dafür, jetzt mal in die Höhle zu kriechen. Aber ich habe keine Ahnung, was mich dahinter erwartet. Ich habe eigentlich nur vorgehabt, mir jetzt ein paar Items zu schnappen und mich wieder aus der Höhle zu verdünnisieren. Aber so wie es... aussieht, kommen wieder. Oha. Aha. Ich habe neuen Bug rausgefunden. Irgendwie. Alter. Sein. Hier unten sind diese Mutantenviecher. Ich glaube, ich mache mal. Okay. Oh, ich höre was. Oh, oh. Ja, das sind diese Spinnenbein-Mutanten. Alter, ich hab so Schiss. Ich will den jetzt ungern über den Weg latschen. Das war so eine Scheiße, die hier runter zu gehen, aber ich bin neugierig. Und ich gehe zurück. Ich habe keine Lust. Nächste Folge, Leute, aber dieses Mal nicht. Ich bin sowieso noch beschäftigt mit dem Ausbau meiner Festung. Also ich habe keine Lust, hier unten drauf zu gehen. Und wie gesagt, wir müssen sowieso noch was... Wir müssen rausfinden, wie man Pfeile craftet. Da bin ich eigentlich so auf der sicheren Seite. Ich habe gesehen, ich habe mir was Hübsches gebastelt. Eine Torch. Ein Bogen. Habe ich eigentlich... Ja gut, okay, habe ich schon erwähnt. Ja, nice. Die Fackel kann auch unter Wasser leuchten. Das ist ja richtig geil. Unter Wasserfackel. Im extremen wasserfesten Stock und einem wasserfesten Stoff und wasserfestes Feuer und ja, sowas. Und ich glaube, jetzt kommen wir wieder aus der Höhle raus. Ja, und es lackt. Wieso lackt es? Wieso? Okay, jetzt funktioniert es wieder. Alles klar. Yeah.
brauche einen Stöcker. Es ist... Scheiße, es ist dunkel, Alter, und wir kommen... Oh, meine Fresse, wie schnell es dunkel geworden ist. Holy crap. Okay, das wird, glaube ich, heute nichts mehr. Vielleicht sehen wir einen... Vielleicht sehen wir einen eingeborenen Kampf, das wäre geil. Aber so wie es aussieht, ist hier wirklich... Wir sind alle weg. Wahrscheinlich, weil ich hier ab... Wow, Alter, das creept so heftig. Diese Musik. Dieser blöde Tisch. Oha, ich höre was. Nicht gut. Oh, da Vogel im Inventar. Habe ich genug. Snacks habe ich genug. Lizards habe ich auch noch. Okay. Ich mach gerade Feuer und bei mir hier riecht es nach Feuer. Ich glaube, der Nachbar ist wieder am Fackeln. Wenn sein Haus abbrennt, hole ich nicht die Feuerwehr. Selber schuld. Am besten weiß ich Fisch. Fisch ist gut. Ich glaube, das hier unten, das kommt als nächstes. Ich weiß es noch nicht. Also die Effigies, die Boote. Ich baue mal so einen Käfig. Ich will wissen, was das ist. Nein, einer fehlt mir, scheiße. Das muss ich nicht. Das muss ich nicht ernsthaft heraus. Lizard! Okay, alles halb so schlimm. Ich glaube, hier ist keiner diese Nacht. Das war auch komisch. Am Morgen waren sie immer da, aber... Oh, nö, ich habe mich geirrt, da ist jemand. Oh, scheiße! Eieiei, scheiße. Ach, diese Musik, ey. Boah. Aber ich drin bin nicht sicher. Zumindest hoffe ich das. Ich bin mir nicht sicher, wie zuverlässig meine Konstruktion ist. Ob sie bugfrei ist. Hi, Dörte. Du hier? Ich muss ja nicht gleich Angst haben. Komm doch rein. Die Dörte kam vorbei. Oh, alter Scheiße. Ich habe keine Lust, mich jetzt mit denen anzulegen. Nein! Ich habe keine Stöcke mehr. Dieses Rabbit Case.
Ich bin mir nicht sicher, ob das hier wirklich bugfrei gebaut ist. Holy shit! Ja. Hab ich doch gewusst. Hallo Dörte! Du solltest dich mal waschen. Das ist immer eine gute Idee. Guck dich mal an, Alter. Das sieht aus wie nach der Chemo. Ich glaube, jetzt hat sie sogar einen Schlaganfall. Nee, jetzt hat sie. Okay, wo will sie? Wo will sie? Ich muss es erforschen nach. Nein! Zu viel Schiss. Oh, jetzt haben sie mich entdeckt. Oh, wie süß! Okay, ich glaube, das ist mein Ende. Da draußen sind schätzungsweise 5-6 Ureinwohner. Urin, nein. Urin. Und meine Taschenlampe macht gleich den. Macht gleich den Abgang. Aber wir haben Batterie. Hallo, Dörte. Du bist aber ein dreckiges Arschloch. Oh, hab ich Arschloch gesagt? Ich meinte Kimmel. Komm doch her. Komm doch her, my little baby. Weißt du, so lange im Exil, da hat man schon, dann hat man schon Bock auf Maschinen hier. Ich werd schon wieder widerlich, ey. Ja, du. Problem mit mir und jetzt fängt es auch noch an zu pissen. Nein, die Feuer dürfen nicht ausgehen. Komm schon, ich glaube, die ist am Backen. Ah. Fällt mir auf, wir müssen mal was essen. Guck mal, jetzt hat es sich ausgeschrien. Dass man Fisch draufgelegt. Die Lizards haben wir ja genügend. Nur Kaninchen haben wir nicht. Das nächste Mal werfe ich damit. Gegessen, ohne es zu merken. Stirb! Alter, die brennt und stirbt nicht. Wieso brennt die und stirbt nicht? Alter. Ich verpiss mich wieder in meine Bude. Die stirbt nicht, ey. Gott, Alter, wie viele Vögel hier schon getötet wurden. Ich weiß jetzt nicht, was wir noch machen müssen. Also ich denke, wir machen hier mal einen Stopp und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann, Leute. Tschüss.